Sonnenschirm. Explosion! So, frisch vollgeatmet bei Folge 6, glaube ich. Ich bin schon wieder hier verwirrt, welche Folge wir sind, aber ist auch egal. Willkommen zurück bei Subnautica. Let's play Subnautica, wo ich Quarz einsammle bis zum Umfallen. Und Titan, sowie Kupfer, Silber und Gold, weil wir gerade hier draußen an dem roten Gebiet waren mit dem Rohr. Wo ich jetzt aber langsam wieder zurückschwimmen werde, da mein Inventar ja schon sehr voll ist, wie man sieht. Ich kann das eigentlich eh verwenden. Die kommen hier so oft nach. Ganz ehrlich, das werden wir nicht mehr brauchen. Das kann ich dann... Fackel können wir eigentlich auch mal nutzen. Jetzt habe ich hier noch die Taschenlampe. Oh, die Energie von der Taschenlampe ist auch schon bei 35% nur mehr. Das ist auch nicht mehr so lange aktiv. Da werden wir bald mal eine Batterie wechseln müssen. Aber das ist kein Problem. Haben wir ja dafür gesorgt, dass wir schon Batterien haben. Zwei Stück sogar noch übrig, was ich weiß. Was ich gerade so im Kopf habe. Die kann ich vielleicht scannen. Schön, Pfeilchen. Na sowas, komm her. Oh, dankeschön. So ein schönes Fallchen, du. So, aber irgendwelche Fragmententeile, die es hier gibt, glaube ich, finde ich keine mehr. Alter, die Musik macht mich ein bisschen... kirre. Aber es ist nur Musik, Checker. Es ist nur Musik. Sind die Dinger jetzt die Stacheln, die mir wehgetan haben? Nein, okay, alles gut. Ha! Blasenfisch, wir nehmen ganz viele Blasenfische mit. Die können wir alle in Wasserflaschen verwandeln. 3D-drucken. Da presse ich Wasser aus den Blasen raus, was überhaupt keinen Sinn ergibt von mir. Von mir aus gesehen, so. Keine Ahnung, das ist Luft drin und mit Luft machen wir Wasser. Aber ja, wie auch immer. Ah, bist du schön! Groß und laut! Aber schön und groß und laut. Aber mein Inventar ist jetzt eh voll derzeit. Ich könnte natürlich immer noch Kupfer für anderes, hier Titan... Ha, ha, ja! Titan für anderes wegschmeißen. Was, ich habe eine komplette Drehung gemacht? Wie habe ich das denn hinbekommen? Alter, wie creepy. Ich wollte gar nicht dorthin schwimmen, schon gar nicht nachts. Und das nachts. Na ehrlich, so gar nicht nachts. Ich bin genau Richtung dem Ding geschwommen, obwohl ich von dem weg wollte. Ich bin so ein Profi. Hallo. Hallo Welt. Wie bist du der Profi? Ich schwimme das mal weiter runter, eher tiefer entlang, denn ich gebe die Hoffnung nicht auf, hier Seemottenfragmente zu finden. Die könnten ja tatsächlich hier überall rumliegen. Und es ist wahrscheinlich nur eher selten. Was haben wir hier noch? Wenn es Titan ist, ist mir egal. Kupfer. Das nehme ich mit. Da schmeißen wir ein Titan. Oder sagen wir hier Blei und ein Titan weg. Das Kupfer ist mir lieber. Dankeschön. Was haben wir hier? Scannen. Gravitationsfallenfragment. Stimmt, die kenne ich ja auch noch. Gar. So viel Zeug, das ich noch kenne. Ich weiß gar nicht. Das war noch nicht fertig. Nee, das mussten wir noch hier... 2 von 3 oder so 1 von 3 oder 1 von 2, ich weiß jetzt nicht, wie viele von dem noch zu scannen waren, aber das ist okay. Dings, es wird langsam wieder hell, das ist schön und beruhigend. Wir haben noch über Hälfte der Sauerstoff übrig, die ich gerade hatte. Die ganze Klubscher. Was ist denn los mit mir? Schon wieder passiert. Was mache ich denn? Also, ich will nach Hause und ich schwimme einfach immer nach links und krieg's nicht mit. Was? Ich bin so in Seemottenfragmenten sammeln vertieft, dass ich überhaupt nicht darauf achte, dass ich 360, ich meine 180 Drehungen mache. Na sowas aber auch. Die Klubscher haben alle die Augen noch zu. Warum liegt das? Woran liegt das? Okay, jetzt haben wir das Blei wieder aufgesammelt, das ich vorhin weggeschmissen hatte. Mein Inventar ist ja voll, das ist okay. Aber hier gibt es auch tatsächlich gar keine Seemottenfragmente soweit. Aber ein Versuch war es wert, das ist okay. Mann, wir sind so langsam. Wir sollten jetzt echt mal den Seegleiter... Wir sollen jetzt echt mal den Seegleiter bauen. Okay. Jetzt aber Richtung Heim. Jetzt erstmal Richtung Heim. Alles neu craften. Vielleicht ein paar Kisten bauen und sowas. Wer weiß. 10 Sekunden, das geht sich schön aus. Ach, der Himmel ist auch so geil. Oxygen. Sauerstoff. Yes. Alles wieder aufgetankt. Geht wieder runter. Oh, einmal hier aufregend durch diese Blasenfische durch. Dammit. Blasenfische durch diese Korallen, Riesenröhrenkorallen durch. Oh, geil, Alter. Es macht schon Spaß, hier durchschwimmen, muss ich sagen. I like it. Titan ist mir egal. Die Schwebesteine und die Schwebefische. Und einmal in die Höhle noch hineingeguckt. Nein, wohl eher nicht. Habt ihr schon gesehen, Kollege?
Batz! Okay. Hatte der da vielleicht Schwefel drin? Ich bin mir nicht sicher, wofür wir das noch brauchen werden, aber er hat Schwefel drin. Das würde ich einmal durch einen Titan austauschen. Austauschen! Aua! Scheiße. Alter, mein Herz, komm, wir gehen nach Hause. Ich halte es nicht mehr aus. So aufregend einfach. Wo ist nach Hause? Hier ist nach Hause. Okay. Okay. Alles gut. Jetzt craften wir noch ein bisschen durch. Machen hier frische Wasserflaschen, die ich übrigens mal verwenden kann auch. Weil ich immer schon Titan wegschmeiße. Schwefel können wir haben. Okay, dies und das und noch etwas. Pischerzahn. Werde ich jetzt mal eine Lagerkiste machen mit seltenere Items für später. Wir können ja auch einen großen, die Dings hier. Alter! Was ist denn jetzt? A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. Okay. The reactor will reach a super okay. Critical state. Super critical. T-minus 10, 9, 8, 7, oh. 6, das müssen wir uns anschauen. 5, 4, Explosion! 2. Oh. Yes! Strahlungsanzug. Und die Strahlung hören wir auch ganz gut an uns vorbeiziehen. Ey, das ist so geil. Ich frage mich jedes Mal, ob man da bei drauf geht, wenn man zu nah dran ist. Genau in der Explosion. Ob sie dabei eine Hitbox gebaut haben. Das frage ich mich immer. Als ich zu Alpha selbst gespielt habe und als ich bei Kibix zugeschaut habe und sonst so gesehen habe, ne? Alter, haben wir viel Zeug. Damn. Ich muss ja jetzt echt mal anfangen. Hahaha, wir machen hier mal Wasser. Wasser. Na gut, Wasser machen wir jetzt einmal. Und dann trinken wir die Blasenfische erstmal alle weg, dann ist das Inventar auch schon ein bisschen leerer. Wir haben nicht allzu viel Energie, wir haben hier 75 Energie maximal. Daher muss ich jetzt mal ein bisschen einsparen, was wir gerade hier alles machen werden. Glas zum Beispiel, können wir auch immer gebrauchen. Emailliertes Glas machen wir auch einmal. Komm, den Pischerzahn verwenden wir sowieso irgendwann mal und dann... Kann ich das hier gleich in die Kiste packen, die ich jetzt craften möchte? Ein Kabelsatz können wir auch wieder bauen, brauchen wir aber erstmal noch nicht. Warte, wo war denn hier? Eine Kiste. Achso, Geräte, hier unten. Nice, die Behälter machen wir mal schön. Machen wir mal schön. Gut, dann haben wir einen Platz im Inventar, das passt. Ah, Rohre brauchen wir keine mehr zu bauen. Taschenlampe haben wir noch eine. Die können wir eher aufladen von der Batterie her. Das passt alles. Dann werden wir hier nochmal Essen auch kochen. Gekochte Fische. Haben wir aber nur den einen gehabt. Den Rest machen wir nochmal die Blasenfische mit ganz viel Wasser. Energie haben wir noch 31 übrig. Was gibt es denn noch zu bauen? Na gut, das Quarz werden wir nochmal verwenden für Glas. Geht noch einmal? Ne, geht nicht mehr. Okay. Kupferdraht, das brauchen wir erstmal nicht. Von dem her brauchen wir jetzt nur mehr Wasserflaschen zu bauen. Und dann werde ich einmal das Titan aus dem Inventar holen. Also nicht aus dem Inventar, ich meine aus dem Lager holen. Denn da werde ich einmal gleich einen Titanbarren bauen. Wofür wir 10 Titan brauchen, um mal ein bisschen mehr Platz zu sparen. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 1, 2, 3. So. Bauen wir daraus aus den 10 ganz genau, was wir haben, machen wir einmal einen Titanbarren. Nice. Sogar die Animation braucht ein bisschen länger. I like it. I do like that. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Platz mehr übrig und wir könnten Batterien ganz viele bauen, tatsächlich mit dem Kupfererz, weil die brauchen wir tatsächlich auch immer. Sag ich tatsächlich oft tatsächlich, glaube ich. Was haben wir hier noch? Wasserflaschen. Können wir einmal gleich trinken. Trinken und einmal das Essen essen. Sehr nice. Und noch einmal trinken. So, haben wir mehr Platz. Dann haben wir hier den Höhlenschwefel. Höhlenschwefel können wir hier lassen. Das ganze Silikongummi, ich weiß gar nicht wohin damit. Können wir eigentlich auch wegschmeißen, ne? Ich meine, können wir jederzeit einen neuen bauen. Komm, da nehme ich ein paar mit, so viel ich kann. 4 Stück reichen wohl aus. Ansonsten werden wir einfach neue bauen. Das passt schon. Jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt machen wir mal den hier. Zack, weg mit euch. Die werden vielleicht sogar immer da bleiben und sogar nie despawnen. Ich weiß es nicht genau, aber kann ich mir gerade gut vorstellen, muss ich sagen. Hier einmal angeklickt. Ah, falsche Taste. Zack, auf die 5. Raus mit dir. Spinnt! Dann muss man genau zielen. Das zu bearbeiten. Wertvoll. Ja, vor allem mit F. Warum schreibe ich das denn so dumm? Wert.
wertvoll. Vorratsansehen. Dann werden wir hier mal Dingsbums reinmachen. Ja, das hier, das Gold. Und sonst eigentlich erstmal nichts, würde ich meinen. Jetzt werde ich nochmal hier schnell Dings einsammeln. Hier euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel Kupfer haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 6 Stück sogar. Also nehmen wir hier 12 mit. Ich glaube, das hat jetzt gepasst. Vielleicht habe ich mich auch verzählt. Wir werden gleich sehen. Dann baue ich noch ein paar Batterien hier neue, weil die werden wir immer, wirklich immer brauchen. Batterie, Batterie. Somit haben wir mehr Platz im Inventar. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Von dem her, nachdem die Batterien fertig sind, werde ich gleich beenden. Sage schon mal danke fürs dabei sein. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge, wenn wir, weiß ich gar nicht, was wir machen wollen. Doch, wir wollen einen Seegleiter bauen. Und der verabschiedet sich, da die Energie jetzt bei 0 angekommen ist. Von dem her werden wir den Seegleiter in der nächsten Folge hoffentlich irgendwie hinbekommen, wo ich noch gar nicht weiß genau, wie wir den bauen. Ich habe jetzt das bekommen, aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine Station dafür erstmal, damit wir dann überhaupt, also ein anderes Crafting-System, gar nicht mit dem, sondern sozusagen bei einer Werkzeugbank. Ich weiß noch nicht genau. Aber naja, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Baba, auf Wiedersehen. Immer schön Artex bleiben, meine Freunde, ja?